Einer der größten Zerwürfnisse, welchen der Protestantismus aufgewühlt hat, ist die Frage, müssen Christen den Sabbat halten oder nicht? Eine Frage, die sich über Jahrhunderte gar nicht gestellt hat. Aber da jetzt jeder ein Bibellehrer ist, jeder sich die Bibel zur Hand nimmt und sie selber auslegt, was danach 2. Petrus 1,20 verboten ist, kommen diese Irrtümer auf. Und dann wird häufig argumentiert, die ersten Christen hätten den Sabbat gehalten, doch die ersten Christen geben ein ganz anderes Zeugnis, wie hier Ignatius von Antiochien, der Schüler des Apostels Johannes, welcher die Juden dazu aufruft, ihr Leben nicht mehr nach dem Sabbat, sondern nach dem Sonntag zu richten, dem ersten Tag der Woche, da dort der Herr Jesus Christus auferstanden ist. Oder auch die Didache, die älteste Kirchenordnung, entstanden um das Jahr 90, beschreibt ganz klar die Sonntagspflicht bei der Feier der heiligen Eucharistie, welche das Opfer des neuen Bundes ist, das der Prophet Malachi vorher verkündigt hat. Von daher, liebe Zuschauer, die ersten Christen waren schon katholisch. Bleibt bei der katholischen Religion, da seid ihr sicher, denn wir können unsere Lehre bis zu den Aposteln lückenlos rückverfolgen.